Mittwoch, 25. Oktober, 9 Uhr früh. Es ist soweit. Die BAWAG Group AG geht an die Wiener Börse. Österreich und die Finanzwelt blicken auf Wien anlässlich des historischen IPO mit einem Emissionsvolumen von knapp 2 Milliarden Euro. Die BAWAG Group AG startet auch unmittelbar im ATX. Sie wurde ab dem zweiten Handelstag in den österreichischen Leitindex aufgenommen. Unter großem Beifall der Anwesenden läuten die beiden CEOs der BAWAG Group und der Wiener Börse das erste Listing mit der Börsenglocke ein. Die Wiener Börse zeigt sich anlässlich des größten IPOs ihrer Geschichte froh über die Entwicklung im heurigen Jahr. Das derzeitige Börsenjahr ist ein großartiges Börsenjahr. Wir sind im ATX allein 30% im Zuwachs dieses Jahr. Wir haben ein absolutes Rekordjahr, was die Einzelabschlüsse an dieser Börse angeht. Wir haben eine ganze Menge Listings von neuen Aktien dieses Jahr gesehen. Und dann nicht zuletzt natürlich diesen großen Meilenstein, den BAWAG-Börsengang, den drittgrößten IPO Europas. Das Management der BAWAG Group AG ist glücklich über den erfolgreichen Börsengang in Wien. Und sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Wiener Börse in den Wochen und Monaten vor dem IPO. Ausgezeichnet geht's. Ja. Es war ein langer Weg. Wir sind endlich im Ziel angekommen. Sind sehr glücklich. Ja. Ich glaube, es ist ein großer Tag für die BAWAG, aber auch für die Wiener Börse. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz und glücklich, ja, dass wir das zusammen geschafft haben. This is a monumental, momentous day for BAWAG, for the Vienna Stock Exchange, obviously for you guys, for the city of Vienna, for Austria as a country. This is the largest IPO in the history of Austria. For us personally, as a bank, for me personally as an individual, this has been a long journey. And BAWAG has an incredibly rich history of over 130 years. And this is really the culmination of a lot of the efforts in the work of the tremendous team that we have at BAWAG. And people are incredibly proud. It was a lot of work. We worked incredibly well with the Vienna Stock Exchange. Christoph and the entire team was incredible. Für den neuen Emittenten war es immer klar, mit der Wiener Börse zusammenzuarbeiten. Wien war von Beginn an als Listingplatz fix. Dieser IPO könnte auch eine Initialzündung für weitere Emissionen in Wien sein. Also für uns war das absolut klar. Wir sind eigentlich angestammt eine Wiener Bank. Ja. Wir haben nie was anderes überlegt. Das ist unsere Homebase, wie wir sagen. Das ist unsere Heimat. Und deswegen war es absolut klar, dass wir die Wiener Börse als Listingplatz nehmen werden. Ja. Ich würde mir wünschen, dass auch weitere Emittenten dazukommen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt einmal ein guter Schwung für die Wiener Börse und auch für den Standort. Und wir hoffen, dass da weitere Beispiele in Zukunft auch folgen werden. Auch die Wiener Börse sieht den Börsengang der BAWAG Group als möglichen Boost für weitere Emissionen in Österreich. Solche Meilensteine, solche Mega-Börsengänge und nochmal, es ist der drittgrößte Börsengang Europas. Es ist auch weltweit übrigens ein Börsengang, der unter den Top 10 zu finden ist. Im Bankbereich ist es der größte Börsengang im deutschsprachigen Raum seit dem Jahr 2000. Und das hat natürlich einen unglaublichen Magneteffekt. Die Leute rufen an, sie interessieren sich für die Börse. Und ich kann auch sagen, wir sind in sehr vielversprechenden Gesprächen für neue Emittenten.